Vier Mannheimer, allen voran Freddie Brathwaite, waren beim Deutschland-Cup-Sieg von Kanada dabei, wobei der Torwart der Mannheimer Adler der überragende Mann war. Doch gefeiert wurde nicht nur er, sondern auch die deutsche Mannschaft. Stimmungsvoll, wie das ganze Turnier, eben auch das Schlussbild. Es hat eigentlich alles rundum geklappt. Wir haben so eine kleine Mängelliste gemacht, da werden wir uns in 3 Wochen zusammensetzen und das alles durchgehen für die Vorbereitung für die Weltmeisterschaft. Wir werden uns auch nochmal die Weltmeisterschaft in der Schweiz anschauen, dann eventuell nochmal einen Deutschlandcup machen und dann sind wir eigentlich bereit, ein größeres Turnier zu veranstalten. Harsche Kritik kam aber von den Schweizern, dass ihr Spiel gegen die Slowakei in der Nebenhalle der Arena ausgetragen wurde, fanden die Eidgenossen alles andere als lustig. Zwar waren nur 425 Zuschauer gekommen, aber es ist wenig respektvoll, ein Länderspiel in so einem Rahmen abzuhalten. Ansonsten war die Stimmung fast schon weltmeisterlich, inklusive Gänsehautatmosphäre bei den Nationalhymnen. Mannheim hat seinen Ruf als Eishockeystadt ausgebaut. Es waren alle begeistert, es waren viel mehr Zuschauer da. Wir hatten in den 3 Tagen zusammen mit Frankfurt 30.000 Zuschauer. Das ist schon eine Hausnummer und darauf kann man aufbauen. Und wenn wir viel Zeit haben, um das Turnier zu organisieren, denke ich schon, dass wir bis zu 40.000, 50.000 Zuschauer bekommen werden. Mehr als zufrieden war auch Sven Butenschön. Der 32-Jährige machte seine ersten Länderspiele für Deutschland. Sven Butenschön besitzt sowohl einen deutschen als auch einen kanadischen Pass. Der Verteidiger will seinen ganz großen Traum wahrmachen und bei den Olympischen Spielen für Deutschland in Vancouver dabei sein, in seiner Heimatstadt. Ich muss sagen, es war gut, es konnte besser sein. You know. Die letzte Spiel verloren gegen Kanada ist ein schlechter Geschmack in deinem Mund. Aber ja, es war Spaß, ich war viel Überzahl Zeit. Und ich habe gesagt früher, dass vielleicht in einem Training, ich muss mehr mit die Scheibe spielen. So, wenn meine Zeit kommt hier, ich bin bereit. Michael Hackert ist ein alter Bekannter in der Nationalmannschaft, wo er zu den Führungsspielern gehört. Beim Deutschlandcup bestritt er seine Länderspiele 63 bis 65. Ein Tor konnte er nicht erzielen, aber immerhin holte er einen Scorerpunkt. Wir haben jetzt 4 Spiele gehabt. Für uns ist das Vorbereitungsspiel war für uns auch wie ein Spiel wie jedes andere gegen die Kanadier. Und von den 4 Spielen haben wir 2 gut gespielt, haben wir gewonnen. Und die anderen 2 waren wir eigentlich auch nicht wirklich schlechter, aber hatten ein bisschen Pech, haben vielleicht auch die glücklichen Scheiben nicht reingemacht. Ich denke, gestern war für uns ein anstrengendes Spiel, aber gut für die Kanadier, denke ich auch. Es ist immer hart im Deutschlandcup in 5 Tagen 4 Spiele. Da bist du am Schluss auf dem Zahnfleisch. Aber ich glaube, der Uwe hat viele neue Leute dabei gehabt und er hat, die Maßnahme dazu genutzt, ein paar neue Gesichter zu scouten und viele auch jüngere und auch neuere Spieler zu holen. Und ich denke, dafür haben wir als Mannschaft allgemein, glaube ich, ganz gut abgeschnitten. Mannheim hat bewiesen, dass die Weltmeisterschaft kommen kann. Dann allerdings werden andere Spieler im kanadischen Team stehen. Die 4 Mannheimer, die das siegreiche Ahorn-Trikot dieses Mal trugen, werden dann nur Zuschauer sein.